Willkommen zurück bei Let's Play Cameo. Nächste Aufnahme und weiter geht's. Ich konnte es einfach nicht abwarten. Und ja, da geht's wohl gleich schon mal richtig los. Ja, kein Plan, aber okay. Das Spiel zeigt einem schon wieder sehr genau, was man da eigentlich machen muss. Aber würde ich mal sagen, geht's gleich auch los. Da hinten steht wohl schon wieder ein Bogenschütze. Das heißt, wir brauchen hier wahrscheinlich ein bisschen Fernkampf. Und was sind das für Viecher? Scheiße. Das war dumm. Aber egal. Pflanze gegen Pflanze, Kraut gegen Kraut. Attacke. Ja, im letzten Part sind wir ja bei den blauen Dings dann gewesen. Die Blumen-Group. Wobei das Men kann man eher durch Oktopus austauschen. Keine Ahnung. Ja. Ihr wisst schon. Und Namensvorschläge für die Viecher sind immer gern gesehen. Weil kein Plan, was das. Was halten die eigentlich aus? Kein Plan, was man die nennen soll. Boah, also entweder ich mache hier grundlegend was falsch. Ich sollte vielleicht mal mit Feuer angreifen, aber jetzt so mitten im Kampf. Obwohl, machen wir mal. Und ich drücke natürlich wieder mal die falsche Taste. Ich glaube, das werde ich nie lernen. So, Feuerechse auf Y bitte. Danke. Feuerechse. Ich wollte gerade schon wieder B drücken und dann hätte ich mir wieder das gemacht, was ich nicht. Das immer wieder einen Effekt gehabt, den ich nicht haben will. Ja, komm. Hau drauf. Wunderbar. Also, abfackeln scheint gut zu klappen. So, hier, dann kriegst du auch gleich mal eine Prise ab. So. Also, man muss hier scheinbar auch so ein bisschen mit Resistenzen und so arbeiten und ich glaube. Okay, da muss ich noch mal ein bisschen was umstellen. Weil ich glaube, Kampfkraut ist hier nicht wirklich gefragt. Dafür brauchen wir aber hier den Generalschaden. So. Mal eben ersetzt. Generalschaden. Da kommen wir auch gleich weiter. Und. Ach, da ist schon ein Bogenschütze. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, es sollte ja offensichtlich sein, dass ich den übersehen habe, weil. Naja. Aus Gründen halt. Mal sehen, haben wir hier irgendwie noch eine Fernkampfattacke, eine andere? Wüsste ich nicht, höchstens. Probieren wir mal. Okay, nein. Das hat nicht geklappt. Ja. Oh, super, wieder mal Schritt zu weit, aber was soll man machen? Das ist man ja nicht anders von mir gewohnt. So, nächster Versuch. Einmal probier es noch. Komm. Hau dem Typen eine rein. Scheiße. Ich meine, verdammt. Machen wir mal hier weiter. Holen uns ein paar Herzen zurück und dann geht's da über diese Brücke. Okay, das war wirklich explosiv. Ich habe mich gerade nur gefragt, was das für Dinger sind. Hat sich erledigt. Okay, dann weiter. Und zwar ohne dies. Gott. Ohne jetzt die Dinger weiter zu beachten, dann müssen wir jetzt halt mal so hinkommen. Können wir die vielleicht wegwirbeln? Also, wenn es hier irgendwie was geben würde, dass man sagen kann, hier, okay, die Viecher landen dann in der und der Richtung, dann könnte ich damit arbeiten. Aber so, was soll man da machen? Hoffen, dass hier nicht auch noch welche von den Explosivdingern sind. Ich habe übrigens mal bei einem anderen Let's Play von Cameo einfach mal in die Playlist geschaut, wie lange das wohl gedauert hat. So, und das waren 22 Folgen. Und ich muss sagen, ich gehe mal davon aus, ich werde bedeutend mehr haben. Würde ich jetzt mal drauf tippen, dass das jetzt nicht, nach den, aber erstmal hier, nach dieser Gegend schon, gegessen ist. Gehe jetzt wirklich einfach mal von aus. Also, keine Ahnung, aber was soll man machen? Ah, ich glaube, das war recht erfolgreich. Oh, komm hier, du auch. Nein, 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 nein. Doch. Dummheit tut weh. Und ich glaube, Dummheit werden wir hier noch häufiger erleben, in dieser Form. Ich kann es einfach nicht, aber beziehungsweise ich will damit immer zu viel. Ich sollte vielleicht einfach mal ein bisschen mehr aufpassen, was ich hier mache und nicht einfach nur stumpf vor mich hin, zocken.
Weil das mit den Steinen und so, ich meine, ich merke, dass da was kommt, aber wirklich drauf achten, bisher nicht. Vielleicht kann ich die ja mal dahin. Ach, bei mir. Probieren wir es mal damit irgendwie. Die Chancen stehen gut, dass damit irgendwas. Da fliegt man natürlich mal wieder nicht weit genug. Okay, Feuerechse. So, hier komm. Rate den. Rate den. So, wo müssen wir weiter? Und wieder nehme ich immer die falsche Form. Hier kommt Generalschaden. Ja, ich würde mal jetzt spontan auf den. Obwohl, der kommen wir her. Langsam solltest du auf meinen Rat hören. Niemals! Sprich mit mir. Auf deinen Rat höre ich nicht, Junge. Das solltest du aber auch mittlerweile wissen. Nein, wohl eher nicht da lang. Ach ja, Komm hier, Feuerball. Stimmt, wir müssen ja nicht irgendwo hin, wir müssen hier nur die Feuerball aktivieren. Gott, das Zugucken muss doch wehtun, gibst du einfach mal zu. Das tat auch weh. Da haben wir den nächsten. Aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich eigentlich gar nicht so von dem Schaden, die Dinger machen, auf die Steinfelsen da drauf zu achten. Ja, das wäre so ein richtiger Lampenrandpart, aber da bin ich ja noch halbwegs verschont geblieben. Nein, 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 nein. Nicht, nicht so rumdrehen. So ist besser. So, hier kommen. Tada. Hat er doch noch geklappt. Ich meine, ich habe schon gesehen, was wir machen müssen. Das war ja am Anfang des Videos offensichtlich, aber das umzusetzen ist eine andere Geschichte. Und ich möchte mal an dieser Stelle, weil ja auch bald Weihnachten ist, darauf hinweisen, auf meinem Kanal gibt es kein Weihnachtsspecial. Kein Weihnachtsspecial. Deswegen wünsche ich an dieser Stelle schon mal allen frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber ich denke, das sollte vor Weihnachten noch kommen. Also, ja. Frohe Weihnachten, frohes Fest, feiert schön und macht euch ein paar besinnliche Tage. Ich mache hier ein bisschen besinnliches Kloppen. Und ich glaube, da sollte ich aus dem Weg. Da wäre wahrscheinlich eine schnellere Form gar nicht mal so schlecht. Und ich weiß jetzt natürlich auch mal wieder nicht, was er hier machen kann. Kann man den vielleicht da rein? Nein, der ignoriert die Dinger. Kann ich ihn hier... nein, kann ich auch nicht. Ah, da hinten ist eine Explosionspflanze. Das ist schon mal sehr gut. Die kann ich vielleicht noch ein bisschen aus der Ecke raus. Oder auch nicht, aber egal. Ja, komm. Ah, das war nicht so toll. So, jetzt anzünden. Au, 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 au. Nicht gut, aber da bleibt er wenigstens stehen. Jetzt sammelt er sich wieder und... komm, explodier, explodier. Ja. Ich dachte gerade schon, das ist ja schon wieder zusammen. Okay, das lief ja mal besser als gedacht. Habe jetzt eigentlich erwartet, dass das so ist wie bei dem... was war es nochmal? So ein riesiger Troll am Anfang war so, wo man dann halt auch in mehreren Stufen mit dem kämpfen musste, also... schön, neue Gegner, neue Opfer und ich glaube, in dieser Gegend habe ich sogar die Chance, da wirklich was mit anzufangen. Da es hier keine Klippen gibt. So, hier komm, einmal schön den Block durchbrochen. Ja, dich wollte ich eigentlich wieder aufladen. Ach, verdammt. Okay, jetzt hier, machen wir mal ein bisschen mit Fernkampf. Ich könnte es natürlich auch mal abfackeln. Dann vielleicht auch mal machen, mal gucken, was das für einen Schaden bei denen gibt, aber ja, bei dem lohnt sich das eh nicht mehr. Komm hier. Angriff. So, dann mal weiter nach oben. Okay, bei denen lohnt sich jetzt aber. Frischer Gegner, frisches Feuer. Oh, das ist... ja, das ist nicht schlecht. Damit kann man noch arbeiten. Aber ich glaube, das ist wieder so eine Endlos-Geschichte. Die Herzen nehme ich natürlich noch mit, aber insgesamt lohnt sich das hier nicht so ganz, die Typen Platz zu machen.
Es sei denn natürlich, es geht ganz schnell, dann kriegt man wenigstens noch ein bisschen Leben zurück. Muss ja auch sein. Irgendwo. So. Also, ich weiß ja, wie ich schon gesagt habe, aber solche Sachen mit endlos vielen Gegnern mag ich nicht. Es sollte schon ersichtlich sein, dass man die irgendwann auch wirklich platt hat. Also, das ist ein bisschen hohl sonst, finde ich. So. Ey, ausweichen zählt nicht. Ja, komm, was auch immer du da gerade wirfst, du kriegst jetzt erstmal hier ein bisschen was zurück. Ich glaube, er wirft Bomben oder so. Naja. Hat ihm auch nichts gebracht. Jetzt muss ich auch zusätzlich schnell wieder weiterkommen, sonst kommen wir gleich die nächsten wieder. Und Abmarsch. Das hätte auch beinahe wieder nicht geklappt. Das ist so, ja, das ist so Dream Team-mäßig mit mir und, dem Stein, hier dem, Generalschaden, meine ich. Da hinten ist wohl auch schon wieder einer am Schießen und zwar diesmal richtig, also mit Kanonen. Gott, wie komme ich da jetzt rüber? Ah. Ist ja doch recht einfach. Okay, das war doof. Da muss dann doch die Rampe so nehmen und dann so. Wunderbar. Ja, jetzt aber wieder mal ein richtiger Jump'n'Run-Part. Das liegt mir ja total gut. Das, ja. Oh. Sag nicht, ich habe ja jetzt schon wieder welche übersehen. Das wäre ja... naja, Business as usual. Und ich würde sagen, ja klar, habe ich natürlich welche übersehen. Ja, geht mir was. Da soll man... Da soll man hier drüber kommen und auch was achten. Was erwarten die Leute hier? Ja, da sind die anderen beiden. So, wieder Feuer. Einmal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, wenn ich jetzt wenigstens zurückschießen könnte, dann wäre das mal ganz fair, aber so. Oh! Ach, ich kann. Aha! Ach, es ist irgendwie traurig. So. Boah, sagen wir mal lieber tragisch komisch. Können wir auch vielleicht so weit schießen? Das käme jetzt ganz gelegen. Weil ich ja ein bisschen faul bin. Nope. Dann müsst ihr wieder runter. Ja, und kriegt natürlich auch gleich mal so einen Stein verplättet. Können wir nochmal schießen, wenn das da wieder einer rausfällt. Aber ich glaube, wir müssen dann nochmal runter. Wieso sind die jetzt zurückgekommen? Ich will es gar nicht wissen. Und dann wieder hoch mit Generalschaden. Oh, nein, 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 nein. Hoch, sagte ich. Hoch, hoch. Das war eine geplante Abkürzung. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das war von Anfang an mein Vor... Ah. Ben. Ja. Also, ich muss mal sagen, ich habe eigentlich schon viel zu lange nicht mehr einen Part in diesem Fortfahren-Bildschirm beendet. Ich würde mal sagen, das war's mit dem Part heute. Ist ein bisschen kurz geworden, aber dafür umso failiger und ja, wie gesagt, frohe Weihnachten, frohes Fest, frohe Feiertage. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.